So, und das war natürlich die Überleitung. Und vielleicht geht es ja morgen wirklich, gibt es ein Remis. Es wäre das 11. im 100. Vorarlberger Handball-Derby. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zwei Vertreter der Vereine hier begrüßen darf. Und zwar einmal Thomas Hoemer, sportlicher Leiter beim Alpler HC Hart, und Björn Thürner, Geschäftsführer bei Bregenz Handball. Vielen Dank für den Besuch. Bitte schön. Meine Herren, jetzt muss ich mit etwas anfangen, und zwar mit einem kleinen Quiz und einem kleinen Zahlenspiel. Nämlich unser VN-Handball-Experte, der Jochen Dönser, hat ein paar wunderbare Zahlen aus seinem Datenarchiv gegraben. Schätzen Sie mal, wie viele Zuschauer diese 99 Handball-Derbys schon hatten? Wenn wir mit dem Thomas Hoemer anfangen. Puh, okay, es war eine schwierige Zeit früher, da waren die Hallen noch ein bisschen kleiner. Nehme ich an, 99. 150.000. Ich glaube, es waren ein bisschen mehr, 180. Oh, da hat man sehr gut geschätzt, und ich glaube, der Kollege wird es uns einblenden. Es waren 184.550 Zuschauer. Also im Schnitt waren es 1.860 Zuschauer pro Derby. Was für eine Idee haben Sie denn? Es gab einmal eine Rekordkulisse. Wie viele Zuschauer waren da? Und ich helfe Ihnen beiden ein bisschen. Es war weder in Hart noch in Bregenz. Es war in Dornbirn, ganz klar. Es dürfte 2000 gewesen sein, ungefähr, glaube ich. 1999, 2000. Ich war noch nicht in Hart zu dieser Zeit. 5000, 4500. 4.500. Ja, da liegen wir richtig. Die offiziellen Zahlen waren bei 4.000, aber mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es mindestens 4.500 waren. Also da ist man ein bisschen ab. Und damals gab es einen Auswärtssieg für Bregenz übrigens. Eine letzte Quizfrage noch. Haben Sie eine Idee, wie viel das torreichste Spiel, das jemals zwischen Bregenz und Hart durchgeführt wurde, wie viele Tore da gefallen sind? Das darf der Björn einmal als erstes. Ja, Björn, auf mal als erstes. Ich muss zugeben, ich habe es sogar zuletzt irgendwo gelesen und ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, es waren 79. Thomas? Wenn er es gelesen hat und er kann sich nicht mehr erinnern, dann waren es wahrscheinlich 80. Ja, also fast 77 waren es. Es waren 39, 38 Heimsieg von Bregenz vor mehr als 10 Jahren. Und das Torärmste, ich will es auch noch sagen, das gab es um 8, das waren 39 Tore 1998. Jetzt möchte ich mit dem Björn Thürner beginnen. Können Sie sich noch an Ihr erstes Ländle-Derby erinnern? Ja, kann ich tatsächlich. Weil wir damals, glaube ich, ziemlich deutlich gewonnen haben. Der Jochen hat es mir noch unter die Nase gerieben. 44-25 war es, glaube ich. Und für mich persönlich auch ein sehr erfolgreiches Derby mit, ich glaube, 9 Toren, wenn das stimmt, was der Jochen sagt. Und von dem her habe ich da schon noch gute Erinnerungen an dieses Spiel. Da hat es ja auch das erste Aufeinandertreffen in dem Fall zwischen Ihnen beiden gegeben. Was haben Sie denn für Erinnerungen an die Ländle-Derbys noch, Thomas Hoemer? Sie kennen es ja noch aus der Halle Mittelweierburg als auch aus der Schänlinger Halle. Also ich habe meine Karriere noch in der Mittelweierburg gestartet, in der altbefürchteten. War natürlich sehr schöne Zeit, weil halt alles noch viel einfacher war und sehr gesellschaftlich auch war. Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Also es war unglaubliche Stimmung, und von Linz natürlich ist man schon gewohnt gewesen, dass man nicht immer Derbys hat. Und da war natürlich das große Vorarlberger Derby eine brutale Herausforderung und eine sehr spannende Geschichte für mich. Gibt es außer dem ersten Derby bei Ihnen noch besondere Erinnerungen an ein Derby, das Sie sich gerne erinnern? Naja, ich habe ja auch Wiener Derbys spielen dürfen, und das waren natürlich auch immer sehr schöne Momente, nicht in so großen Hallen wie hier und vor so großem Publikum, aber auch das waren natürlich ganz spezielle Momente immer wieder, und ich kann mich auch erinnern an die Finalserie, wo wir gegen Hart spielen und gewinnen durften, den Meistertitel holen konnten, und das sind natürlich unvergessliche Momente. Thomas, jetzt steht morgen in der Sporthalle am See das 100. Derby auf dem Plan. Wie sieht es denn mit der Mannschaft aus? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben? Kann Jon Jonsson, kann er aus dem Vollen schöpfen? Sind bisher alle fit? Ja, absolut. Ich habe vorher gerade mit dem Bayer, mit unserem Teamtrainer auch darüber gesprochen. Also Status quo ist, sie sind alle fit. Sie haben momentan noch Training und gerade am Abschlusstraining zum Absolvieren. Aber es schaut ganz gut aus. Also wir gehen, glaube ich, mit der besten Mannschaft ins Rennen und haben natürlich ein, zwei Kleinigkeiten noch, wo wir leichte Blessuren zum Behandeln haben, aber es schaut für morgen eigentlich ganz gut aus. Sollte nichts heute oder morgen noch in der Krankheit eintreffen, sollte eigentlich alles
mit der Vollbesetzung stattfinden. Wie läuft so ein Abschlusstraining ab? Geht man da voll drauf nochmals oder geht man es in der Ruhe an, weil man keine Verletzungen mehr riskieren will? Naja, lange Videovorbereitung natürlich, immer die letzten 2 Tage davor, wo der Gegner auch im Detail auch angeschaut wird. Danach Abschlusstraining haben so an sich, dass man noch ein lockeres Fußballspiel auch macht und nachher halt sehr, sehr viel Taktik macht. Also beim Handball machen wir eigentlich weniger Sorgen. Beim Fußball machen wir mehr Sorgen ab und zu für Verletzungen, weil es da immer on fire sind. Und alt gegen jung ist ja da immer so eine Geschichte und da gibt halt immer jeder das Beste. Und ja, da vergisst man auch ab und zu, dass am nächsten Tag auch Derby ist. Mhm. Björn, wie sieht es bei Bregenz aus? Sie mussten in den letzten Spielen auf Michael Vinogradov verzichten. Ist der wieder fit, einsatzbereit fürs Derby? Es schaut nicht optimal aus. Also es gibt eine Hoffnung, aber wir müssen abwarten, wie es ihm morgen geht. Und heute auch im Training noch, im Abschlusstraining. Aber es schaut eher danach aus, als würde es zu knapp sein für ihn. Mhm. Kommt dieses Länderderby für Ihre Mannschaft jetzt gerade zur rechten Zeit? Jetzt im kleinen Westderby konnten Sie ja gewinnen gegen Schwarz. Davor lief es nicht so gut. Trainerwechsel, neues Trainer. Du, an der Seitenlinie, ist es jetzt gerade richtig, dass so ein Länderderby vor der Tür steht? Es ist immer ein guter Zeitpunkt für ein Ländle-Derby und ja, es ist eine große Chance für uns. Wir müssen es als Chance sehen, hier auch eine Kehrtwende zu schaffen, wieder zurückzufinden in die Saison und auch zu zeigen, was wir tatsächlich können. Und morgen ist die Chance, um allen zu zeigen, dass wir Handball spielen können und dass wir in dieser Saison noch nicht aufgeben und uns nicht hängen lassen werden. Thomas, welche Rolle spielt in so einem Spiel eigentlich die Taktik? Solche Spiele sind ja oftmals sehr geprägt von Emotionalität, Adrenalin. Taktik kann man, der Trainer wird der Taktik vorgeben, aber welche Rolle spielt sie schlussendlich wirklich, wenn man da unten auf dem Platz steht? Ja gut, der Trainer kann immer relativ viel vorgeben und ist natürlich sehr bemüht, dass er die beste Taktik auch für die Mannschaft auswählt. Ja, ich glaube, die zwei Mannschaften kennen sich auch sehr, sehr gut, von der Nähe auch. Und ja, ich glaube, so viel taktische Überraschungen wird es da jetzt nicht geben. Aber wie gesagt, es ist halt schon auch so, dass man das Ganze auf die Platte bringen muss. Und wenn morgen da die Halle voll ist mit 2200 Leute ungefähr und der Riesenstimmung ist, dann braucht man auch einen kühlen Kopf dafür. Ganz, ganz wichtig und auch eine Motivation auch. Das Letzte auch sich herauszubringen auch. Und natürlich muss man auch die Nerven haben. Wir wissen auch immer, dass da relativ viel passieren kann bei einem Handballspiel mit Zeitstrafen und so weiter. Und da muss man halt wirklich kühlen Kopf bewahren und schauen, dass man das so gut wie möglich über die Bühne bringt. Mhm. Bregenz hat es in dieser Saison ja noch nicht wirklich auf die Platte gebracht oder auf den Platz gebracht. Qualität ist in der Mannschaft sicher da. Offensichtlich passt ja auch menschlich. Aber was waren bisher die Gründe, warum es in Bregenz nicht so funktioniert hat, wie gewünscht? Ja, ich glaube, wir haben immer wieder mal gezeigt, was wir drauf haben, was der Kader hergibt, waren speziell zu Beginn der Saison ein bisschen auch von Verletzungssorgen geplagt und von krankheitsbedingten Ausfällen und haben eigentlich da gegen die Top-Teams der Liga äußerst knapp das ein oder andere Mal verloren, teilweise auch unnötig verloren und selbstverschuldet natürlich. Das heißt, wir haben zumindest gezeigt, dass wir es können und dass wir da nahe dran sind. Und über die komplette Saison waren wir auf jeden Fall zu unkonstant. Wir haben es immer wieder aufzeigen können, dass da das Potenzial vorhanden ist. Aber wir waren einfach nicht konstant genug und haben uns den ein oder anderen Ausrutscher erlaubt, der eigentlich nicht passieren sollte. Mhm. Die letzten beiden Spiele, die Sie gegeneinander hatten, als Hart gewonnen hat, als auch als Bregenz gewonnen hat, da hat das jeweilige Team jeweils im weißen Trikot gespielt. Sie spielen morgen zu Hause, wird Hart auf jeden Fall in Rot auflaufen? Auf alle Fälle, ja. Und Bregenz, wie setzt man auf Schwarz oder setzt man auf Weiß morgen? Ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sind Sie abergläubisch? Schwarz-Weiß. Sind Sie abergläubisch oder glauben Sie nicht an so Spielereien? Ja, ich versuche mein Match-Outfit immer nach dem letzten Sieg auszurichten und zuletzt muss ich das Outfit öfter wechseln. Ja, mal schauen, ich weiß es nicht. Wenn wir morgen in Schwarz spielen sollten und gewinnen sollten, dann versuchen wir die Farbe vielleicht öfter beizubehalten. Mhm. Thomas, der Alpler HCH liegt mit 26 Punkten auf Rang 4 aktuell. Also man ist nur 2 Punkte hinter den Pfeifers, 4 Punkte hinter West-Wien und 8 Punkte ist man von Krems entfernt. Jetzt wissen wir, es sind noch 3 Spiele im Grunddurchgang. Wie wichtig wäre es, dass Sie in der Meisterrunde zum Beispiel jetzt einfach die Pfeifers noch einholen, auf dem 3. Platz sind, weil die ersten 4 können sich die Teams ja aussuchen. Ansonsten droht mitunter ja schon wieder das nächste Ländle-Derby.
Ja, spannende Geschichte. Es ist natürlich viel Rechnerei dabei und wo keiner ganz genau weiß, auch in was für Richtung das geht. Grundsätzlich sind wir für unsere Punkte selber verantwortlich und haben auch gute Chancen, dass wir die nächsten drei Spiele im Grunddurchgang auch sehr positiv gestalten. Wir wissen auch, dass uns von hinten eigentlich relativ wenig passieren kann. Also so optimistisch sind wir und das geht ja auch, glaube ich, rechnerisch auch ganz gut aus, dass wir den vierten Platz auf alle Fälle halten können. Jedoch sind wir ganz klar nach vorne orientiert und wollen die Platzierung im Grunddurchgang so gut wie möglich abschließen, dass wir natürlich auch das Recht haben, die eine oder andere Mannschaft zu picken und nicht in Gefahr zu laufen, dass man das nehmen muss, das was überbleibt. Ne? Das ist immer also von der Ausgangslage immer ganz gut. Grundsätzlich kann nachher im Playoff also sehr viel passieren. Ne? Das haben wir letztes Jahr auch gesehen mit Krems, was da alles passieren kann und was da zwischen die Pfeifers auch passiert ist. Also ja, das sind noch richtige Playoff-Spiele. Ich würde so sagen, natürlich ist das ein großer Vorteil auch, dass man sich ein bisschen das richten kann, aber natürlich die Qualität wird noch am Ende der Saison schon sehr, sehr verantwortlich dafür sein, auch dass man sagen, was für ein Kader hat man, sind alle fit und in was für einer Endverfassung ist man. Und dann, glaube ich, ist auch vieles möglich, aber natürlich wollen wir voll punkten und ganz großes Ziel von uns, dass wir noch im Grunddurchgang noch sehr weit nach vorne kommen. Sie kommen nicht mehr in die komfortable Situation, dass Sie einen Gegner picken werden können, sind aber fix dabei. Also rechnen Sie auch schon fix mit einem Ländle-Derby, falls Hart nicht mitspielt? Ja, wir haben die Chance verspielt, uns selbst auszusuchen, gegen wen wir spielen. Wobei das in der Saison, glaube ich, ganz besonders schwierig wäre, auch da den richtigen Gegner zu picken. Von dem her ist es, wie es ist. Und ich gehe davon aus, dass wir im Viertelfinale gegen Hart spielen werden. Mhm. Noch eine Frage abseits des Derbys. Und zwar kommen wir zum Handballsport kurz in Österreich. West-Wien hat ja angekündigt, dass sie zurückziehen werden aus der Liga. Die liegen aktuell auf dem zweiten Platz in der HLA. Was bedeutet denn das für den österreichischen Handballsport, dass so ein Verein zurückzieht? Absolute Katastrophe. Ich finde, so etwas darf nie und niemals passieren. Handball Österreich oder das Sportland Österreich darf so etwas nicht zulassen. Die Situation ist über einen längeren Zeitraum jetzt schon schwierig, nicht nur für West-Wien, für viele andere Vereine auch. Wir sehen das, die letzten Jahre sind einfach ein Kampf und ein ständiges Nachlaufen nach dem Geld. Ja, und da sind wir sicher nicht in einer angenehmen Situation. Und dass West-Wien jetzt diesen Weg antreten muss, ist furchtbar. Und ich hoffe, dass es der letzte Verein war, befürchte aber, dass da noch schwierige Zeiten auf uns zukommen werden, auf uns alle. Ja, und wie gesagt, also dass man das zugelassen hat, weil ich weiß ja, bin in engem Austausch auch mit dem Conny Wilczynski die letzten Jahre und weiß auch, dass er da schon lange dran war, hier eine Kehrtwende zu schaffen. Und es ist ihm einfach nicht gelungen, trotz vieler Ideen, trotz vieler Konzepte. Und dass West-Wien, ein Traditionsverein schlechthin in Österreich, jetzt aufgeben muss, ist ein Drama. Und vor allem, wenn man sich anschaut, wie jung die Mannschaft ist, ausschließlich Österreicher, die Talenteschmiede von West-Wien ist sensationell. Da haben sie richtig gute Arbeit geleistet und dass man das jetzt aufgibt, das tut schon weh. Mhm. Und ich habe auch einen persönlichen Bezug zu West-Wien. Mein allererstes Handballjahr mit 8 Jahren war bei Union West-Wien in der Altgasse noch damals. Von dem her ist es für mich auch besonders schwierig, das glauben zu können, dass West-Wien jetzt von der Bildfläche verschwindet, vor allem oder speziell in der ersten Liga jetzt mal. Er hatte gemeint, dass selbst ein Großsponsor würde jetzt nicht mehr helfen. Jetzt wissen wir auch aus Bregen, ihr habt auch keinen Hauptsponsor nach wie vor nicht. Thomas, ist in Hart alles besser, wenn es auch um den Hauptsponsor zum Beispiel geht? Und viele meinen ja, weil da eine prominente Firma oben steht oder auch im Vereinsnamen ist, dass ihr da viel leichter zum Geld kommen würdet oder dass euch das, ich sag's jetzt mal ganz lapidar und flachst, ja nachgeschmissen wird. Ja, ist leider Ihr Glaube. Denken viele, aber ist natürlich nicht so. Zum Thema West-Wien auch, also natürlich unglaublich schade auch für die gesamte Handball-Community in Österreich. Also sowas darf nicht passieren, sollte auch nie in Vorarlberg passieren. Also no way, also das ist ganz, ganz schlimm. Ich denke auch, dass die Konkurrenz uns anspornt auch, ganz, ganz wichtig. Also ohne Bregenz wäre Hart wahrscheinlich auch nichts und ohne Hart wäre wahrscheinlich Bregenz auch nicht so weit, wie es die letzten Jahre auch gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass West-Wien auch irgendwann wieder mal kommen wird, die nächsten 2 Jahre, dass es der Erdenschleife drehen und halt sich wieder neu sanieren, glaube ich, und nachher wieder stärker zurückkommen.
denke ich einmal. Also ist einmal meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es da unglaublich viele Meinungen auch. Und ja, wir haben jetzt schon in der nächsten Zeit ja einige Probleme vor uns. Ne? Also mit Statuten und Aufsteiger, Absteiger und so weiter. Also da braucht man gute Ideen. Und ja, also bei aller Konkurrenz auch, irgendwie um die 60 Minuten, was geht, sieht man natürlich da sehr, sehr, mit einem sehr weinenden Auge nach Wien. Ne? Und wie es der Björn schon richtig angesprochen hat, das Nationalteam lebt auch von diversen Spielern auch. Und ja, die Spieler müssen jetzt auch irgendwo untergebracht werden. Und ja, schwierige Sache. Wie gesagt, das wird uns wahrscheinlich nur länger begleiten. Und ich hoffe, dass da in der nächsten Zeit auch irgendwelche Ideen oder Mittel geben wird, dass sowas nicht mehr passiert. Mhm. Ich erspare euch beiden jetzt einen Tipp abzugeben, wie das Spiel ausgehen wird. Ich denke, wir wissen, was wir beide hoffen jetzt. Aber vielleicht zum Schluss noch morgen das Spiel in der Sporthalle am See. Vielleicht noch, der Andrang wird riesengroß sein. Was sollten die Fans heute unbedingt noch wissen, was Anreise und Tickets etc. betrifft? Mit den Tickets tun wir relativ einfach. Es ist ausverkauft, schon seit Dienstag. Also da haben die Vorarlberger Handball-Zuschauer sehr gute Arbeit geleistet schon vorab. Also wirklich restlos ausverkauft. Also no way, no auf Karten momentan. Außer es werden welche zurückgegeben. Ja, grundsätzlich pünktlich anreisen und halt den Stau ein bisschen vermeiden. Also bei uns spielt auch das Future-Team auch vorher, was sehr interessant zum Anschauen ist. Und wie gesagt, es ist auch getränketechnisch und speisetechnisch alles vor Ort auch. Und man kann auch ruhig eine Stunde vorher zu uns in die Halle kommen und Parkplätze, na, immer schwieriges Thema generell im Vorarlberg, also auch schauen, dass man da großweilig und vielleicht auch zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch anreist. Ansonsten wünsche ich mir ein faires Spiel mit einer riesen Kulisse morgen und zum 100. Derby auch für beide Mannschaften viel Erfolg und der Bessere möge gewinnen. Um 17.30 Uhr wird die Halle geöffnet und am besten mit den Öffentlichen, und ihr werdet vermutlich auch viel Unterstützung von den Bregenzer Fans kriegen. Ich gehe davon aus, ja, also wir haben natürlich auch die Werbetrommel gerührt und zumindest den Nachfragen auch aus unseren Kreisen nach Tickets, war das Interesse gewaltig oder ist noch immer gewaltig. Ich bekomme jetzt auch noch Nachrichten laufend, ob es nicht noch irgendwo Karten gibt, aber ja, wir müssen leider sagen, keine Chance. Seit Dienstag, wie es der Thomas gesagt hat, ausverkauft. Gott sei Dank ist es so. Ich glaube, das ist einzigartig in Handball Österreich, das größte Spiel in diesem Land. Sensationell, ich freue mich drauf und kann nur alle beglückwünschen, die rechtzeitig sich Karten besorgt haben. Und wir freuen uns auch schon drauf. Ich bedanke mich sehr, dass ihr beide hier bei uns im Studio wart. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg und schönes Wochenende noch nicht. In dem Fall morgen schönes Spiel. Vielen Dank. Dankeschön.